Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir machen auch schnell unsere Ernte fertig. Auf Feld 12. Ich habe die Einstellung für OBS ein bisschen geändert. Und siehe da, wir haben eine bessere Leistung der Grafikkarte. Das heißt, wir haben jetzt gute 40%, 50% weniger Leistung für die Grafikkarte, nur für OBS. Wir hatten vorher um die knappe 60 teilweise. Ja, das geht nicht. Kann nicht hinterherfahren. Und jetzt haben wir nur noch Anführungszeichen 16%. Was sich im Spiel sofort auswirkt, wir können wieder ein bisschen mehr FPS haben. Bisschen. Wenn er anhalten würde, wäre es gut. Muss man so einstellen normalerweise. Aber der hält nicht an, der Bursche. Ja, und ich hoffe, das wirkt sich dann nicht aus in der Leistung insgesamt in der Aufnahme. Normalerweise nicht. Da ja eh nur HD ausgestrahlt wird, in Anführungszeichen, und nicht in 4K. Das hat er aber stehen lassen. Aber da wird nacharbeiten, nützt ja auch nichts. Aber der ist auch wieder voll. Na jedenfalls machen wir heute noch eine Folge für die Freitagfolge. Ich hoffe, ihr habt euren Abendstag hinter euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Jo, so werden wir heute noch ein bisschen was machen. Ich hoffe, dass wir das Feld heute noch schaffen. Die Aussaathafe ist fertig. Die Maschinen müssen nur noch zurückgefahren werden, Wartung, Reparatur und gewaschen werden. Und vollgetankt. Wachstum ist noch nicht durch, da habe ich auf ein Spiel. Das lassen wir auch mal so. Wir werden erst wieder schneller machen oder nachts schlafen, dann werden wir so überspringen was. Ja. Der Trottel voll, ne? Jetzt denkt er auch, aber jetzt wollen wir einscheren. Ach nee, das ist ja. Ja. Halt KI, ne? Weiß nicht, was er tut, der Bruder. Aber ich muss halt mal einstellen, dass er anhält. Und zwar gehen wir gleich rüber. Ich steige mal aus. Au, au. So. Das heißt, irgendwo kommt einstellen. Anhalten. Das ist wichtig. Und dadurch ist mir ein bisschen weniger Stress, in Anführungszeichen. Besonders so im Bereich der Kurve und so, das ist mir richtig blöd, in Anführungszeichen. So. Arbeitsspeicher 2,45 GB. Na ja, gut. Messsysteme, ja. Grafikkartentemperatur. Aktuell bei 80%. Ja, für Spieler ist gut. Aber wir haben noch unsere 39% FPS oder 40%. Das geht. Das ist deswegen ganz gut, weil für Fruchtsorte ist es eine ganz schöne Leistung hier. Wo ich die Leistung eigentlich runtergefahren habe auf 180% Anzeige. So viel angenehmer, als man da hinterher fahren muss.
Dunkelzeit muss sein. Sobald das ist laut. Ändern wir nicht mehr jetzt. Oft war ich zu leise. Ja. War wieder eine harte Woche, ne? Nee. Voller Stress. Die Fälle haben auch so eine blöde Form, Anführungszeichen, aber das ist aber ein bisschen so gewollt, ne? Das ist ja, das macht ja der Reiz aus, ne? Deswegen habe ich ja so genommen. Um einmal anders zu spielen, ne? Klar machen, die quadratischen Felder geht einfacher zu machen und schneller. Aber das ist ja hier so schön. Willkürlich in die Feldgrößen. Wenn ich mal schaue. Ich weiß auch nicht genau, ob ich Feld 13, das kostet ja noch ein kleines Vermögen, ne? Können wir uns nicht leisten. 6 Millionen, fast 7. Aber was kostet die 40? 3. Und die 49 ist schon fast genauso groß wie die 60. Die 60 hat mal gekostet. Wert, ja. Dann können wir uns die 49 Watt leisten. Die 48 wäre auch interessant vom Preis her. Und naja, die 41, erstaunlicher, das ist ja im Prinzip fast genauso groß von der Fläche her. Teurer. Oder hier die, also das Wald. Wald ist wieder anders. Oder 37, 1 Million. Aber hier 13 wird noch nicht gehen. 13 werden wir noch nicht kaufen können und die 20, 28 auch nicht. Die 3 Millionen. Aber das ist schon eine ganz andere Hausnummer, richtig groß. Also 49 ist in greifbarer Nähe. In Anführungszeichen. So, wenn wir mal gucken, was der Rote macht. 63%. Wenn wir in der Ernte fertig sind, dann können wir in aller Ruhe die Aussaat vorbereiten. Ja, was magst du jetzt da? Zurückfahren. Gibt's da was zu tun? Ah ja doch. Andere macht ja der Schwarze. Ich glaube, die Farbe Weiß kann man auch wählen, ne? Der Weiße. Jetzt fällt er näher an. Dann macht nichts. Aber das trifft sich ganz gut, dann ist er gleich leer. Dann haben wir, dann kann dann alle wohl fertig arbeiten. Siehst du, leer, kann er gleich durchziehen. Der andere ist bei 65%, der erwartet sowieso. Dann machen wir gleich leer. Beziehungsweise, er wird gleich weiterfahren. Ich kenne. Kaum bis da und schon ist er weg. Hab Uhrzeit. Jetzt war 18 Uhr. Passt eh. Können wir den Arm lassen, ne? Fertig, Feierabend. Naja, sind noch 10 Minuten noch. 10, 10, 11. Vielleicht 12. Möchte ich gerne fertig machen. Und dann ist erledigt. Vielleicht noch vorbereiten. Für ja, eine Woche im Prinzip, ne? Sonntag wieder. Weiß nicht genau, wie man am besten machen kann mit Livestream. Das ist ein bisschen schwierig. Weil hier müsste ich ja am Sonntag Livestream machen. Wäre
Wenn ich Frühstück habe, ist das ungünstig. Ich habe nur Frühstück zur Zeit. Denn wenn ich theoretisch spät hätte, dann wäre das abends nicht ganz so tragisch. Weil ich muss ja mindestens 2 Aufnahmen machen für den nächsten Tag. Oder eine Aufnahme, das ist mindestens für Montag immer eine Aufnahme. Und ja. Das heißt, 2 Stunden Stream machen und dann hinterher sagen, okay. Noch eine Aufnahme hinterher und am nächsten Tag die Aufnahmen machen für den Rest der Woche. Das wird ein bisschen umständlich, sagt mir, aber doch ein bisschen zeitlich ungünstig, sagen wir so. So, die beiden arbeiten noch. Jetzt kann man das mal um die beiden kümmern. Wir müssen zumindest Reparatur auffüllen. Wie wir überlegen, das sehen wir nicht aus. Was haben wir noch? Weil Geld haben wir noch keins für einen anderen Fruchtsort. Nein, nein. Wieder einladen. Blöd gelaufen, sag ich mal so, ne? Verkehrte Taste gedrückt. I. Ausladen. Ja, wieder I. Junge. Das kann's doch nicht sein. Noch drin? Jo, bin noch da. Ist mal kalt, aber geht auch. Warum doch auf I? Keine Ahnung. Ich muss den mitnehmen und steckt wohl den Weg hier. Kommt er nicht rum. Die Klappe nicht auf. Ich muss so wenig drin. Kommen alle. So, jetzt zurück. Auf den Hof. Zumindest vor der Werkstatt stehen bleiben. Tacken brauchen wir nicht. Und dann aussehen ist noch nicht offen. Ist offen. Ist ja gar nicht mehr. Ich hab den großen sehen wir hier noch nicht. Grüne. Raps haben wir jetzt drin links und da hinten ist Hafer. Kommt wieder so wieder, ne? Mais würde gehen, aber Mais kriege ich nicht ausgesät. Da brauche ich noch eine Maschine. Ja. Entschuldigung, machen wir Seemaschine. Und da fehlt ein bisschen Geld zu. Da brauchst du mindestens 3.000 bis 4.000. Da hängen wir an diesen kleinen Dings über. Also ich muss mal irgendwann, ja, dass ich das Lager nicht wegkriege, das ärgert mich. Sieht zwar nicht perfekt aus, aber es funktioniert.
Jo, dann bleiben wir voll. Weiter geht's. Das heißt, wir müssen ja Wasser kaufen, um die Einnahmen. Ja, wir müssen ja wieder was haben, Geld haben für nächste Saatgut, ne? Und Dünger und Unkraut-Bekämpfungsmittel. So, dann stellen wir gleich hier vorne hin. Und hier lassen wir noch einarbeiten. Das ist nämlich mit zwei unmöglich. Das ist. Tun wir uns nicht an. Man kippt man nicht aus. C. Vier und keine. Komisch. Ich stecke mir wo fest. Das ist aber ganz fies. Ja, mal gucken, wo alles abgeht. Gibt's doch gar nicht. So, gut. Innenansicht. Das ist ein bisschen besser, wenn viele Bäume sind. Jetzt fahren wir zurück zum Hof. Ups. Und mal das gleiche wie vorhin. Zumindest vorbereiten. Sagt gut. Ja, deutlich weniger Leistung. Also, vielleicht können wir hier ein bisschen mehr zehren, ne? Uhr heute. Naja, wäre eher schon 18 Uhr. Heute relativ früh angefangen mit der Aufnahme. Ich war zu ausgeschlafen, hat zum Mittagsschlaf nicht gereicht. Aber ist gut so. Das ist gut so, weil ich kann heute Nacht vielleicht besser schlafen. Ich habe meistens Probleme in der Nacht zum Montag. Morgen früh wieder so früh aufstehen. Na gut, weiter mal. Oh, der Drescher macht. Lassen. Speichern von dem her gut, aber wenn er so speichert mittendrin und ich gerade was mache, ist es ungünstig. Dann können wir den auch nehmen. Weil wir müssen ein bisschen nacharbeiten, was wir vorhin vergessen haben oder wo das Umstellung her schief ging. Aber so einen großen Kasten ging die Ernte ganz zügig voran. Ich muss mal meine Tasten programmieren für mein Seitenfertig. Na gut. Weil ich nicht genau weiß jetzt wofür es Dreschen anders ist. Ich müsste eigentlich in die Ecke ist noch die Marke und dann hat sich das, ne? Dann haben wir auch die Zeit geschafft. Wahnsinn! Schneidwerk 27%. Das war gerade gut. Das heißt, bei den großen Feldern wird das eher ein Problem. Muss man ja immer wieder reparieren zwischendurch, ne? Und wenn du jetzt drei Drescher hast,
Dach noch nicht vergessen zur rechten Zeit. Vor allem, wenn du einen Kurs unterbrichst, dann ist ja immer so. So, gut, okay. Dann werden wir es auch ausfahren und ab zum LKW. Ah, da macht schon der erste Piepser-Ton. So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wie gesagt, ein Like und ein Abo. Tut keinen weh. Kostet nichts. Aber so ein kleinen Dankeschön. Symbolisch für mich. Dann seid mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.